Es ist zwar schon kurz vor 8 Uhr, aber hier auf Gran Canaria geht die Sonne erst jetzt auf. Bei der Ausfahrt Los Quintanas verlassen wir die Autobahn und fahren über Agasal und Salcillo nach Samarita. Hier musste ich ein wenig rangieren, um in die Nebenstraße zu kommen. Irgendwie ist mir die Straße zu Fuß auch breiter vorgekommen. Es ist natürlich eine schmale Straße ohne Durchgangsverkehr. Die Sensoren des Autos gaben einige Male einen Warnton ab, da die Agaven bis in die Straße reichten. Die Strecke, die wir heute mit dem Auto fahren, sind Wolfgang und ich in diesem Frühjahr schon zu Fuß gelaufen, weil wir damals in Salcillo wegen einer Veranstaltung keinen Parkplatz bekommen haben. Heute sparen wir uns das Laufen und fahren bis zum Risco Bonito. Gegenüber ist das Tamatabai-Gebiet zu sehen. Vereinzelt stehen auch momentan nicht mehr bewohnte Fincas in der Landschaft. Hier muss ich nun nach links abbiegen und dann kommt unser Ziel, der Risco Bonito, in Sichtweite. Eigentlich ein unscheinbarer Bergrücken, der sich fast nicht von der Landschaft abhebt, aber mit einer fantastischen Aussicht. Ich bin ja mittlerweile schon oft hier gewesen und Wolfgang bestimmt heute auch schon das dritte oder vierte Mal. Wir haben in diesem Frühjahr schon mal einen Weg zum Canal de los Perez gesucht. Auch von Agasal haben wir es probiert, sind aber nie zum Ziel gekommen. Deshalb heute der nächste Anlauf und wir hoffen, dass wir endlich erfolgreich sind. Der Fels gegenüber ist der Mahinindra und die Ortschaft im Tal heißt La Suerte. Vom letzten Mal wussten wir, wo in etwa der Einstieg oder besser gesagt der Abstieg zum Kanal sein soll. Hier ist nun Wolfgang am Einstieg und überraschenderweise war der Weg gut zu erkennen. Auch die Steinmännchen waren perfekt platziert. Immer wieder schweifte unser Blick bis zur Küste. Manchmal musste Wolfgang doch etwas genauer hinsehen, wo der Pfad weiterläuft.
Am Fuße des vor uns liegenden Berges musste nun der Kanal kommen. Wir sahen zwar einen Weg, aber keinen Kanal. Erst die Karte zeigte uns, dass wir bereits auf dem Kanal standen. Er war nur durch die Jahre als solcher nicht mehr zu erkennen. Es ist halt schon, dass der Wind so stark ist und keine Sonne entsteht. Aber zum Laufen ist natürlich wieder ideal. Räumst auf. Ja, Wahnsinn. Schwer. Wir kamen nun in die Nähe der Finca unseres spanischen Amigo, der uns schon im Frühjahr zu einem Kaffee eingeladen hatte. Ja, sag ich doch, ich hab mir gesehen. Siehst du? Ja, ich sehe nur das Auto. Ja, ja, das war zuerst draußen. Ah ja, das geht genau an seiner Finca vorbei, du. Da ist er ja. Hola, Senor! Wir haben den Abstieg zur Finca gefunden, denn oben an der Wasserleitung wäre sonst für uns Schluss gewesen. Seit dem Frühjahr hat sich hier nichts verändert und nach einem Kaffee machten wir uns auf den weiteren Weg. Aber gut ist, dass wir da oben gleich den Einstieg gefunden haben, wo der Steinhaufen war. Der Wind war unterdessen so stürmisch, dass das Filmen fast nicht mehr möglich war. Deshalb waren wir froh, dass nach einer Dreiviertelstunde das Auto in Sicht kam. Doch wir wollten noch zu unserem Lieblingsplatz hoch, wo wir als erstes nach dem Namensschild schauten. Es war nicht möglich, die Kamera so zu richten, dass sie sicher auf dem Stativ gestanden wäre. Zum Schluss
Schluss belohnten wir uns in der Bar Los Hermanos in der Nähe des Flughafens mit einem Glas Wein und einem leckeren Essen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Oh ja.